So, dann machen wir mal direkt hier nahtlos weiter und schauen, dass wir auch hier weiter vorwärts kommen und einfach mehr schaffen. Okay, da ist das Schiff mit Kohle, das ist schön voll. Läuft also ganz gut. Unsere anderen Schiffe sind noch nicht da. Dann gehen wir hier mal wieder auf Dreifachgeschwindigkeit. Und dann gucken wir mal. Aufgaben-Item, okay. Wir haben noch alle Aufgaben erledigt, oder? Ich denke. Brauchen wir hier oben auf jeden Fall auch noch was Stahl. Nehmen wir dreimal mit. Und dann brauchen wir da oben. Komm, noch einmal Holz kann nicht schaden. Aber gut, dass wir hier schon mal anfangen jetzt mit der Gasförderstätte und uns das erste Gas holen. Das sollte dann auch auf 300% eigentlich laufen, oder? Normalerweise sollte es, glaube ich, auf 300% laufen. Dauert halt nur sehr lange beim Hochfahren hier. Schade, dass hier muss es da auch mit allen Vieren gehen. Aber die kriegen wir ja auch geboostet entsprechend noch. So, nehmen wir uns wieder alles schön mit. Und dann haben wir hier so ein, zwei Schiffe, die angekommen sind tatsächlich. Ein bisschen Holz. Noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Da war das Lager jetzt aber gut leer, ne? Zack, und noch mehr Holz. So. Ach, das ist Bullshit, was ich hier mache. Weil das hier möchte ich mit rübernehmen schon. Das darf hier erstmal dann bleiben. Zack, ab ans Kap Trelawney. Ja, und dann produzieren wir, wie gesagt, unser erstes Gas, was wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Und können damit die ersten Ga das erste Gaskraftwerk in der Theorie auch betreiben. Das ist ja das, weswegen ich das Ganze hier mache, dass wir hier ab den Investoren mit Gaskraftwerken arbeiten können. Ich meine, das Verhältnis, gucken wir uns das mal an, wie das Verhältnis ist. Gas, 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 da. Alle Inseln. Es reicht nicht für ein Gaskraftwerk, was wir da produzieren gerade. Reicht nicht mal für ein Gaskraftwerk aus. Also da haben wir noch einiges vor uns am Ende. Zwei von drei, auch wieder sehr gut. Da können wir gleich auch mal rangehen nochmal. Wichtig sind mir halt, wie gesagt, die 33.000 ohne Bonus von der Weltausstellung. Und da nähern wir uns doch jetzt. Oh, nee, das haben wir ja. Aber wir nähern uns jetzt mehr mit immer größer werdenden Schritten, hier auch mehr Module abreißen zu können. 150. Hier auf 12. Eins zu wenig, okay. Aber wir kriegen ja gleich nochmal zwei legendäre Items. Dann geht sich das wieder aus, auf jeden Fall. Dann habe ich die ungeliebte Arktis auch jetzt erstmal hinter mir. Sehr, sehr gut. Die laufen durch, ne? Da kriegen wir jetzt auch genug Bretter inzwischen weg. Hier kriegen wir nicht genug Ziegelsteine weg. Okay. Hier ist das Problem nicht, dass wir die Ziegelsteine nicht wegbekommen. Zwei sind hier zu wenig. Okay, versuchen wir es mal. So. Ich würde halt ungern ein drittes Schiff hier einsetzen. Aber wenn es nicht anders geht, werden wir hier ein drittes Schiff einsetzen müssen. Aber solange es noch vermeidbar ist, würde ich es auch gerne auf jeden Fall vermeiden. Und mit dem Kaffee, der wird sogar jetzt wieder über Bord geworfen. Heißt, Kaffee haben wir hier wieder genug, ne? Genau, da ist das Lager wieder voll. Wie sieht das hier aus? Hier ist das Lager auch soweit voll. Okay. Läuft also. Kaffee läuft wieder. Hätte mich auch stark gewundert bei unseren ganzen Kaffeebemühungen, wenn da was, wenn das anders ausgesehen hätte. Zack, die zwei Items einmal rein. Dann fehlt hier nur noch die Höhenmalerei. Dann hätten wir hier auch das Ursprung der Menschheit-Set voll.
Okay. Ansonsten, was wir wahrscheinlich als nächstes irgendwann mal angehen werden. Erstmal upgraden wir hier das Lagerhaus. Dass wir uns vielleicht mal um Touristen kümmern. Auch wieder als, ja, einfach zur Vorbereitung auf, ja, Fertigstellen des von Crown Falls. Touristen-DLC habe ich ja bisher auch nicht angefasst. Gefällt mir auch nicht ganz so gut. Und dann habe ich ja auch schon mit den Fahrstühlen angefangen. Heißt, auch hier werden wir irgendwann jetzt mal auf Hochhäuser gehen und da entsprechend dann unsere Einwohner pushen. Ich denke mal, dass es sehr bald dann auch soweit ist, dass wir einfach in den Streams hier wirklich nochmal eine Hochhausinsel aufbauen uns, beziehungsweise hier erstmal, und dann auch gucken, dass wir Richtung 500.000 und dann auch relativ schnell Richtung Millionen gehen. Mal sehen, wie viel Streams und was wir alles dann in nächster Zeit hier schaffen werden. Das weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, wie weit wir kommen. Und Hochräder sind bei uns immer noch höchst ineffizient. Wir tauschen einfach viel zu wenige Hochräder raus. Aber für was auch, ne? Für was auch? Wir produzieren fast alles irgendwie selber und ja, die Lager sind halt voll. Ich kann euch noch niemals Arbitrage zeigen, weil unsere Lager voll sind. Das ist auch ein Thema, was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte, aber nicht exzessiv nutzen möchte. So, wie sieht's hier aus? Wir haben nichts in der Warteschlange. Wir haben nichts in der Warteschlange. Okay. Dann. Ah, schau mal an. Wir haben auch noch gar nicht alle Forschungsgebiete durch. Wahnsinn. Du musst da mal ganz los. Alles klar, Herr Niners. Vielen Dank fürs Reinschauen. Danke für deinen Support. Und ja, bis die Tage, denke ich mal dann, ne? Schönen Sonntag dir und guten Start in die neue Woche. Hier haben wir noch einiges an Items zu identifizieren. Bisschen blöd, wenn nur eine Kategorie ist, dass da ist, dass man die trotzdem anklicken muss, ne? So, und dann werden wir jetzt hier unsere Artefakte noch identifizieren. Danke, danke. Das kann ich auch nicht mit irgendwie Enter dann bestätigen. Ich muss wirklich klicken. Ich dachte, das hätten wir schon längst gemacht hier, aber nee, haben wir noch nicht. Heißt, hier werden wir uns jetzt, das macht jetzt auch die Weltausstellung sehr bald obsolet. Da wir gerade eh nichts zum Forschen haben, so wirklich, werden wir uns hier die Museums-Items in Legendär erforschen und dann auf kurz oder lang alles austauschen. Zack. Zack. Da sind wir dann fast durch. Da kriegen wir sogar nur noch Legendäre. Sehr gut. Das ist halt etwas, was man in jedem Spielstand einmalig machen muss. Gehört leider dazu. Ja, was will man machen? Müssen wir jetzt einmal durch. Klick, 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 klick. Dann haben wir die nächste Kategorie fertig. Die mittlere ist immer die einfachste, weil der Weg am kürzesten ist für die Maus. Dann haben wir das Thema auch ein für alle Mal hier im Spielstand durch. Und auf lange Sicht natürlich dann auch im Stream durch. Weil so schnell werde ich keinen neuen Spielstand anfangen. Definitiv nicht. Zack. Ah komm, wie viele sind es noch? Können gar nicht mehr so viele sein. Ne, sind fast durch. Vorletzte Mal vielleicht. Und fertig. Damit haben wir alles identifiziert, was wir identifizieren können. Können hier nirgendwo mehr. Genau, Forschungsgebiete. Alles erledigt. Damit können wir uns jetzt alles an Items auch holen, was so möglich ist. Und dann würde ich hier mal in Museums-Items reingehen.
Zack. Und fürs Museum einmal auch alles einzeln erforschen, damit wir die legendären Items auch einmalig alle haben. Da, die Bundeslade. Zack. Zack. Weil das können wir eigentlich für alle Items machen. Dass wir einmal alles haben, wirklich. Und uns dann entsprechend auch die Sets einmalig reinstellen können. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich meine, wir haben gerade eh nichts groß zu forschen. Von daher, warum nicht? Auch wenn es hier keine Set-Items sind, teilweise wahrscheinlich, werde ich sie einmal alle erforschen. Damit wir auf der sicheren Seite sind. 31, dann können wir hier noch anderthalb, zwei Reihen angehen. Weil ich möchte schon einmal ein Museum, einen botanischen Garten und ein Zoo mit allen Sets haben. Und da wir die legendären ja über keine andere Quelle kriegen, außer vielleicht nochmal durchs Tauchen, was ich aber auch nicht machen werde, ja, machen wir es jetzt hier über das Forschungsinstitut. Zack. Das bauen wir auch nochmal neu auf. Du darfst dahin. Ansonsten läuft es doch eigentlich hier wirklich rund. Dadurch, dass wir gerade nicht viel bauen, die Lager sind natürlich hier rappelvoll und ja, eigentlich müssten wir uns noch eine Lagerinsel mal bauen, wo wir das dann hier, das überschüssige Baumaterial, nochmal rüberschiffen. Vielleicht hier so eine Insel, die wir aktuell eigentlich gar nicht einsetzen, wo wir aber viel Küstenplatz haben. Da bietet sich die hier zum Beispiel an. Da bietet sich aber auch die hier an, die sehr viel Küstenplatz hat, aber auch sehr viel Platz zum Bauen. Hier haben wir für eine kleine Insel relativ viel Küstenplatz. Ja. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal machen? Weil aktuell, muss ich sagen, haben wir ja so oder so nicht viel zu tun, in Anführungszeichen. So, hier können wir noch 50 mitnehmen und dann ist das hier oben auch voll. Dann können wir hier das erste Gas abholen. Weil jetzt hier irgendwie anfangen, Schrott zu farmen, wie gesagt, on stream, weiß ich nicht, ob wir es machen, weil das ist schon sehr, sehr langweilig. Muss ich auch selber für mich sagen, finde ich sehr, sehr langweilig. Und ja, ich finde, für die Arktis haben wir dann heute auch durchaus genug getan. Da können wir dann lieber irgendwann anders nochmal auch weitere Inseln machen und die Arktis fertig machen, aber ich finde die Arktis so uninteressant, ne? Muss ich schon ehrlich sagen. Und eigentlich brauchen wir es hier, die Arktis ja nur, um uns hier genug Techniker anzulachen. Ach, da können wir übrigens auch mal weitermachen, ruhig. So, dann können wir nämlich hier auch die nächste Gasförderstätte angehen. Die brauchen ja jeweils 250 Techniker. Heißt, hier können wir auch nochmal ein bisschen upgraden. Wir brauchen ja hier oben ja wirklich nur Techniker. Nichts anderes. Also die erste Entdeckerbevölkerungsstufe, da brauchen wir ja kein einziges Haus von. Wofür? Wofür? Okay, hier brauchen wir aber Wärme. Heißt, dann können wir jetzt hier mal den nächsten Heizofen planen. Wenn ich mir das so anschaue, kann der schon fast hier direkt hin, ne? Zack. Dann sorgen wir hier nämlich auch nochmal für ein Lagerhaus. Irgendwie müssen wir ja unsere Ressourcen verbraten. Dann können wir nämlich hier auch wieder ein paar Häuschen ausbauen auch. Und sind dem Ganzen einen Schritt näher, fertig zu werden. Zack, einmal upgraden. Hier noch ein Häuschen rein, dann haben wir das auch. Und hier kommen wir trotzdem oben wieder nicht hin, ne? Das ist echt unfassbar. Aber ein bisschen mehr Gasproduktion kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann sollten wir die vielleicht auch mal hier anfangen.
zack, hier ein Lagerhaus schon mal hin. Dann hier nochmal einen Heizofen rein. So, einmal hier hoch. Haben wir hier, hierfür auch genug. Das hier ist natürlich maximal bitter, ne? Aber gut. So ist es jetzt. Erstmal. Das ändern wir auch erstmal nicht. Ah, hier fehlt es wieder an Holz. Okay, da können wir doch mit dienen. Aber das können wir mal vielleicht anders machen. Wir laden mal unser Schiff mit Holz hier hin und dann können wir hier immer umladen. Da ist der Weg viel, viel kürzer. Mein Gott, jetzt mit dem vielen Reden kommen leider die Corona-Spätfolgen noch mal ein bisschen mehr durch. Die brauchen hier natürlich auch noch ein bisschen was. Hier können wir fast öffentliche Gebäude sogar reinklatschen, wenn ich mir das so angucke. Aber gut. Lassen wir es erstmal so. Da ist unser Schiffchen. Da können wir nämlich dann jetzt hier schön aufs Luftschiff umladen. Und vom Luftschiff dann hier nach oben. Zack. Hier einmal aufbauen. Nochmal umladen. Und dann darf der auch ans Kap. Dann können wir hier wieder neue Brettchen anliefern, fast schon. So. Zack, zack, zack. Da haben wir die nächste Produktion. Sehr gut. Da können wir wieder zu Technikern upgraden. Und dann brauchen wir hier nochmal Wärme auf jeden Fall. Da sehe ich schon, wo wir den perfekt hinsetzen können. Der passt da wie angegossen. Das setzen wir mal einmal hoch. Dann haben wir nämlich hier auch genug Wärme. Wieder. Hier erstmal ganz quick and dirty auch ein Lagerhaus hin. Und dann können wir auch hier anfangen zu produzieren. Und dann haben wir hier doch schon mal den Gaskraftwerken sind wir dann eigentlich durch, ne? 3 Tonnen gerade mal ungeboostet. 3 Tonnen gerade mal ungeboostet. Okay, eins können wir aber noch bauen, was dann nur hierfür da ist. So, was dann wenigstens hier von einem Quartier auch benutzt wird. Zack, jetzt fehlen uns ein paar Techniker. Aber die haben wir ja hier schnell gebaut. Beziehungsweise geupgradet. Hoffe ich doch mal. Das geht sich hier echt nicht aus, ne? Können wir hier vielleicht noch ein Postamt hinsetzen dann? Wenigstens, oder braucht das auch Wärme? Braucht wenigstens keine Wärme, sehr gut. Aber hier unten geht auch nochmal ein Postamt dann lieber hin, anstatt ein Häuschen. Da haben wir auch mehr von. Und dann brauchen wir noch eins hier. Und haben dann so ziemlich 100% Abdeckung, sehr schön. Oder? Hier könnten wir, glaube ich, auch noch eins hinsetzen. Ja, ja, minus 44 Arbeitskräfte, das ändere ich jetzt. Oh, hier um 1, ne, verschieben das Feld. Um 1. Dann wird das hier so schön perfekt reinpassen. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Da oben fehlt die Kantine nochmal. Obwohl wir hier eine haben. Da seht ihr mal, wie klein die Reichweiten hier sind. Das ist unfassbar. Unfassbar. 3 Meter weiter ist doch eine. Und die haben hier schon keine mehr, obwohl es hier einfach nur um die Ecke geht. Ist
Insane. Also echt der Wahnsinn. Zack. Hier haben wir noch zwei Häuschen. Da unten haben wir noch welche, die auch keine komplette Kantine haben. Aber wir haben genug Arbeiter. Von daher, das passt. Das passt jetzt auf jeden Fall. Setzen wir mal hier noch eine Polarwacht hin. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Bauen hier oben nochmal eine, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann haben wir hier eine Insel, die so funktioniert und fertig ist. Für ein paar Einwohner mehr könnte man hier nochmal ein bisschen was basteln. Aber die Insel ist halt wirklich nur da, um sich Gas abzuschöpfen. Das war's. Die ist wirklich nur für Gas da. Gas brauchen wir hier in erster Linie mal, um auch neue Luftschiffe uns herzustellen. Die sind nämlich relativ teuer. Und im zweiten Schritt natürlich für unsere Gaskraftwerke. Aber erstmal brauchen wir Luftschiffe. Und da sollten wir dann auch für sorgen. So. Da kommt es angejietet. Es hat auch mehr bei, als wir da wirklich verbrauchen. Passt also wirklich ganz gut. Und dann bauen wir da nochmal eins, was dann auch hier die zweite Route übernimmt. Dann kriegen wir nämlich hier auch noch Fleischkonserven und Kaffee vielleicht drüber. Dann läuft das hier alles, oder Hundeschlitten, dann läuft das alles ein bisschen stabiler. Gut. Jetzt ist die Frage, ne? Nehmen wir die Insel hier und machen noch eine Lagerinsel? Ich wäre da fast für. Ich wäre da fast für, dass wir hier nochmal eine Lagerinsel machen. Ja, wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir. Wir bauen uns hier nochmal eine Lagerinsel auf. Und zwar mit allem Zip und Zap. Das bedeutet auch eine Speicherstadt. Die wir hier dann schön bauen können. Bauen wir die Speicherstadt am besten mittig. So. Zack. Und dann geht's hier los. Mit den Modulen. Wie schön sich das ausgeht, ne? Mal hier vielleicht auch nochmal drei Abstände lassen. Dann kann ich nämlich... Ne, die wollte ich nicht. Kann ich nämlich hier auch noch Gebäude hinsetzen. Und das mache ich jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Und auch ein bisschen anders, als ich es auf der anderen Insel gemacht habe, tatsächlich. Zack. Zack. Dann haben wir hier Verladekais. So. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Ah, wunderbar, wenn Pläne aufgehen. Wunderbar. So ist es wieder in einer Linie, ne? Ja. Zack, die zwei. Dann können wir das nämlich hier... Na, nicht ganz nach unten setzen. Okay, dann so. Ich möchte das nämlich jetzt hier einfach mal möglichst symmetrisch einfach haben. Verladekreis, im Prinzip brauchen wir sie nicht, aber gut, ich pause einfach mal, ne? Da fehlt jetzt ein einziges Gebäude, damit es schick aussieht. Dann bauen wir da noch eine Hafenmeisterei hin. Und hier einfach auch nochmal zwei, drei Stück. Einfach, weil wir den Platz hier gerade noch haben. Mein Gott. So, und hier können wir vielleicht auch um eins kürzen.
Ich glaube nicht ganz, oder? Nee, nicht ganz, okay. Na gut, dann setzen wir da noch eine Hafenmeisterei hin. Dann sieht das hier auch in Ordnung aus, würde ich mal sagen. Zumindest in Ordnung. So, dann brauchen wir noch im Idealfall hier das ein oder andere Oldschool-Depot. Viel kriegen wir hier eh nicht mehr hin, aber das reicht so vollkommen aus. So, dann haben wir nämlich hier für möglichst viel Lagerplatz erstmal grundsätzlich gesorgt. Auf möglichst kleiner Fläche. Und können die anderen Küsten dann für reine Depots nutzen. Und da werden wir jetzt dann auch uns einfach mal ein Kurzstreckenschiff schnappen. Wie das Ganze aussieht. Schauen wir mal, Ermenegilda, die Salima, und dann tauschen wir uns aber hier, also tauschen ist falsch gesagt, diesmal nicht den Captain Moses rein, der für Bewegungsgeschwindigkeit gut ist, sondern ein Item, was wir nutzen für die Verladegeschwindigkeit. Da haben wir nämlich den Eichendorf. Verladegeschwindigkeit plus 75%. Und der bringt uns auf innerhalb der Session mehr als der Moses mit seiner Bewegungsgeschwindigkeit. So, da nehmen wir nämlich jetzt hier das Zeug und liefern das hier hin. Und zwar machen wir mal ein Schiff, was Bretter und Ziegel rüberbringt. Zack. Und dann machen wir uns noch zwei weitere Schiffe fertig. Ebenfalls mit Ermenegilda, ebenfalls mit... Ach, den Eichendorf, ne, da haben wir ihn, okay. Und der Salima. Zack, ebenfalls von dort nach dort. Und du nimmst bitte mit Stahlträger. Ja, dann machen wir doch am besten viermal Stahlträger, viermal Fenster. Und Abfahrt. Und ein drittes Schiff, was wir uns fertig machen. Salima, Hans Eichendorf, Ermenegilda. Da können wir uns nochmal auch eine Handvoll erforschen. Von dort nach dort. Du nimmst viermal Stahlbeton mit. Und dann hat er noch vier Plätze, ne? Was packen wir denn noch rüber? Fahrstühle. 3, 4. So, dann haben wir alles an Rohmaterialien, was wir brauchen. Auf 3 Schiffe laden das darüber, wenn die Lager hier zu voll sind. Ich würde sagen, wir lagern uns hier so immer 10.000 ruhig ein. Und alles andere geht dann rüber. Dann haben wir nämlich hier einen guten Grundstock an Waren und kriegen noch eine zweite Insel voll. Und haben dann baumaterialmäßig kein Problem, sobald wir neue Inseln anfangen wollen. So, Fahrstühle auch. 10.000. Wir haben jetzt schon hier fast 10.000 Fahrstühle uns produziert. Und wir haben eine sehr, sehr kleine Fahrstuhlproduktion. Ich meine, schaut euch das mal an. Vom Layout her haben wir gerade mal 3 Fabriken von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 von 11. Ah gut, die produzieren auf 520% sauber durch, ne? Haben wir hier überall das Arbeitspensum auch erhöht? Haben wir, sehr gut. Ja, die Insel ist echt geil. Also da laufen die Sachen echt sauber durch. Wir haben keinerlei Rohstoffprobleme, nicht im Ansatz. Wir können überall die Produktion sogar noch deutlich hochfahren. Ah, das reichte hier mit dem Schiff tatsächlich. Sehr schön. Reichte mit dem Schiff. Also wir können hier überall die Produktion... Wir haben noch Platz. Wir können überall die Produktion noch hochfahren, wenn wir möchten. Wenn wir noch mehr Baumaterial wollen.
wenn wir hier wirklich Fahrstühle en masse brauchen oder Stahl, dann können wir hier auch mit dem Stahl an sich anfangen, das zu produzieren. Alles gar kein Problem. Alles absolut kein Problem, was wir hier angehen können. Und für die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stahlwerke brauchen wir noch niemals ein extra Kraftwerk. Also auch da produzieren wir dann sauber einfach durch. Also, ja, besser geht's fast nicht, ne? Also das ist schon hier, die Insel ist schon richtig nice, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, Speicherstadt einmal bauen. Dann möglichst viele der Lagerhäuser schon mal bauen, der Depots. Damit wir hier jetzt auch den Lagerplatz entsprechend bekommen. Das dauert jetzt immer mal wieder ein bisschen. Währenddessen können wir die nächste Küste mal ruhig planen. Und da fange ich gerne hier an. Oder hier. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall kriegen wir halt hier sehr sauber unsere Depots in Dreierreihen. Was wir hier jetzt schon nicht mehr hinbekommen. Und hier geht es wirklich einfach nur um Depots. Uns reichen die zwei Anlegestellen, selbst wenn wir später wieder Baumaterial hin und her shiften, reichen uns zwei Anlegestellen aus oder wir reißen tatsächlich ein, zwei Lagerhäuser dann ab. Und beziehungsweise Depots ab, sind ja keine Lagerhäuser. Und dann ist das hier nichts anderes als eine reine Lagerinsel. Jetzt ist die Frage, was ist schlauer? Das sollten wir uns vielleicht nochmal, da sollten wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Und die Speicherstadt steht dann auch vielleicht hier nicht optimal. Denn wir wollen ja hier ein Palastmodul bauen. Ein Regionalministerium. Was für da 1200 Tonnen Lagerplatz pro Hafenmeisterei. Und dann nochmal 50 Tonnen Lagerplatz pro Depot. Heißt, wir sollten das Ganze direkt auch mit Hafenmeistereien planen. Oder im Radius der Hafenmeistereien. Jetzt ist hier die Frage, das müssten wir nochmal umändern. Das müssten wir nochmal umplanen. Genauso möchte ich ja hier auch möglichst alle Depots in Reichweite einer Hafenmeisterei haben, um hier möglichst viel Lagerplatz rauszukriegen. So, gehen hier zwei hin? Nein. Hier geht so oder so nur eine hin. Die planen wir dann so, dass die alle Depots mitkriegt. Am besten. So wahrscheinlich. Irgendwie so werden wir es machen. Aber das auch ganz, ganz wichtig. Schade hier, ne? Da brauchen wir eine Straße hin, tatsächlich. Da brauchen wir eine Straße hin, damit die entsprechend da auch wirkt. So, wenn wir das jetzt nämlich hier einmal umschiften, hier hin, sehen wir das nämlich. Wir bauen die mal auf. Zack, haben wir schon 1200 Tonnen Lagerplatz dadurch. Da. Und wenn wir die jetzt aufbauen, geben die nämlich auch nochmal den Boost plus 50 Lager. Heißt, die verdoppeln mal eben ihre Lagerkapazität. Und da kriegen wir jetzt schon wirklich sehr, sehr viel mit dieser mit diesem einen Layout hier raus. Haben aber den Nachteil, dass wir halt, wie gesagt, die Straße dahin brauchen, um dann auch entsprechend alles zu nutzen. Aber so ist es immer noch effektiver, als wenn wir es irgendwie versuchen, einzeln zu bauen. So, hier ist jetzt die Überlegung, das quer zu setzen. Dann kriegen wir nämlich hier auf jeden Fall einen und vielleicht hier noch. Wenn wir das hier auch schon alles quer setzen vielleicht. So, hier geht es jetzt einfach darum, möglichst viel des Platzes, den wir zur Verfügung haben, auszunutzen. Ja, und hier geht dann gehen nur noch ein, zwei Hochkant hin. Aber die sind alle in Reichweite. Zack. Und damit kriegen wir hier schon mit diesem kleinen Bereich so viel Lagerplatz. Das ist Wahnsinn.
Das ist echt der Wahnsinn, was wir da rauskriegen. Na schade hier, dass wir hier nicht noch eins hinkriegen. Ich glaube, selbst wenn wir die drehen, kriegen wir hier keine... Oh, vielleicht. Nee. Kriegen wir sogar eins weniger hin. Das lohnt sich also nicht. Schade. Also auch hier kann man noch das Ganze so optimal bauen. Das ist unglaublich. Aber so ist das für unsere Verhältnisse okay. Wir müssen hier jetzt keine Wissenschaft draus machen. Zumindest keine übertriebene. Dann können wir hier nochmal abreißen. Und da sehen wir schon 5000 Lagerplatz dafür. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann plane ich nämlich auch hier zuerst die Hafenmeistereien. Dass die auch alle Lagerhäuser bekommen und dass wir möglichst vielleicht 3 Stück hinbekommen. Heißt eine hier am Rand. Eine irgendwo hier und eine irgendwo da. Nee. Dann bauen wir 2 vernünftige. Dann bauen wir 2, die alles abdecken. So. Gucken wir mal wieder, wie das vom Lagerhaus her hier passt. Dass wir das hier sauber haben. Dann brauchen wir hier wieder irgendwo eine Straße dran. Das Ganze müssen wir natürlich auch jeweils verbinden. Und da kommt dann die Frage auf, wie weit reicht das Regionalministerium? Wenn wir es hier hinsetzen, reicht es überall dran, ne? Ne, reicht es nicht, okay. Da kommt es noch dran, dann kommt es da dran. Dann wird das hier wahrscheinlich ein Problem. Ja. Dann kommen wir damit nicht dahin. Dafür bräuchten wir mehr Einwohner. Oder? Oder auch nicht. Gucken wir mal. Zack. So kommen wir überall ran. So kommen wir überall hin. Perfekt. Ein Traum. Ein Traum, wenn Pläne aufgehen, ne? Und da planen wir jetzt einfach wieder drumherum. Hier ist sogar die Frage, wenn wir jetzt hier 3 hintereinander kriegen, kriegen wir, ob wir die Straße da nicht einfach Straße sein lassen und die Lücke lassen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als da auf Zwang irgendwas zu probieren, was eh nicht so richtig funktioniert. Die Küste ist ja mal richtig geil. Für unsere Zwecke hier. Ja, das verschieben wir nochmal um 1. Dann kriegen wir nämlich hier noch eine Lagerhausreihe rein. Gut, das klappt noch. Wunderbar. So, lassen wir hier auch die eine Lücke. Ich würde fast sagen, ja, ne? Weil das geht sich hier wieder perfekt aus. So, jetzt bauen wir hier nur die 2 Hafenmeister rein. Haben jetzt schon 10.000 Lagerplatz. Bauen wir die aus. Zack, sind wir bei 12.700. Holy shit. Hier haben natürlich einige jetzt 100. Und wir sind hier ja noch nicht fertig. 1, 2. Kriegen wir hier noch ein drittes hin? Irgendwie. Kriegen wir das alles um 1 verschoben? Dann geht da noch 1 hin wahrscheinlich. Redig? Nein, es passt so gerade eben nicht. Kriegen wir hier alles um 1 verschoben? Das hilft hier aber auch nichts, ne? Ah.
Das ist natürlich hier eine Riesenlücke, die ich nicht haben möchte. Und wo ich mir sicher bin, das kriegen wir besser hin. Bin ich mir eigentlich sicher, dass wir es besser hinkriegen irgendwie. Kriegen wir. Also hier diese Lücke, ne? Ist doch zum Mäusemelken. Hier geht's so gerade eben nicht. Hier geht's so gerade eben nicht. Hier um noch einen verschieben macht keinen Sinn. Dann machen wir uns hier auf der Seite wahrscheinlich alles kaputt. Oder? Nee, nee, das macht keinen Sinn. Na gut, dann haben wir halt hier die Riesenlücken drin. Das ist halt so. Immerhin kriegen wir hier möglichst viel wieder in Radius rein. Nicht schön, aber einzigartig, oder wie sagt man? So, dass das wenigstens so aussieht, als wäre hier Lagerfläche. Sowas noch wie Hafenschönbau. Schönbau. Na komm, so kann man es doch stehen lassen, oder? Geht auch auf jeden Fall hässlicher und wir haben schon 13.800 Lagerplatz. Sehr nice. Und dann organisieren wir hier doch noch mal ein bisschen um. Ja, ich bin mir sicher, dass ich die Speicherstadt zerstören möchte. Denn ich möchte die Speicherstadt noch einmal neu planen. Und zwar dann doch an einen der Ränder. Damit wir hier im Idealfall nochmal eine Hafenmeisterei kriegen wir aber nicht hin. Dann muss es an den anderen Rand, okay. Kriegen wir jetzt eine Hafenmeisterei hier hin? Yes. Kriegen wir. So. Kriegen wir das. Ja, packen wir das hier auf die Seite, würde ich fast schon sagen. Aber so, dass wir hier eine Reihe Lagerhäuser hinkriegen. So. Haben wir hier noch den Pendler-Kai. Den würde ich auch gern behalten. Naja, 3-4 Stück. War mal so besser als gar nichts, ne? Und wichtiger sind die 1200, ich glaube, wichtiger sind sogar die 1200 Tonnen, die wir hier durch die Hafenmeisterei kriegen, so oder so. Zack. Die sind viel mehr wert. Auf jeden Fall. So, dann können wir die wieder aufbauen. Und fangen dann wieder so an, wie wir es gerade gemacht haben. Nämlich zuerst natürlich die Depots in der Hafenmeisterei. Zack, zack, zack. Zack. So. Dann die Exportbüros.
Wobei, wie gesagt, da stellt sich halt noch die Frage, ob ich da wirklich Exportbüros brauche und ob ich wirklich Verladekais brauche. Wir bauen erstmal, zumindest, dass die Reihe hier fertig wird. Da. Exportbüros. Sieht das Ganze doch auch relativ schick aus, oder? Also ich finde, das sieht so eigentlich ganz schick aus. Jetzt bauen wir mal auf. Ja, schön. Und bei der Attraktivität kann man fast noch einen Besucherhafen setzen. Machen wir jetzt aber nicht mehr. Das macht dann keinen Sinn. Und dann haben wir hier schon 17.200 Lagerplatz. 17.200 Lagerplatz. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, machen wir hier lieber nochmal ein paar Depots hin. Weil die Exportbüros brauchen wir nicht, die Verladekais brauchen wir in der Regel eigentlich nicht. So. Kriegen wir hier vielleicht einen mehr hin, wenn wir das so setzen? Nee, ne? Nee, ist Jacke. Doch, da. Für den kriegen wir eh immer hin. Mal davon ab. Ja, hier ist wieder, da ist wieder ein Stück kein Hafenbereich, ne? Es ist immer wieder zum Mäusemelken. So, bauen wir es auf. Ganz rund. So, ist doch nicht verkehrt. Ist doch okay. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Feuerwehr kann hier hin. War auch nicht. Wahrscheinlich, weil da wieder ein kleines Stück Hafenbereich irgendwo ist. Echt unglaublich hier. Weil mir da gerade nichts anderes zu einfällt, machen wir hier einfach ein bisschen Straße noch hin. Zack, fertig ist die Kiste. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann haben wir hier eine Lager, eine reine Lagerinsel, wo 18.000 nochmal an Rohstoffen hin können. An die wir uns dann nach und nach immer mal wieder, wenn wir denn möchten, bedienen können. Ohne Pendlerkai würde hier sogar noch ein bisschen mehr hingehen. Aber sei es drum. Aber so haben wir jetzt, glaube ich, hier schon für wirklich sehr, sehr viel Lagerplatz gesorgt. Und damit bin ich auch zufrieden. Also das passt auf jeden Fall. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt auch nichts weiter vorsehen. Dann können wir hier mal in der Weltausstellung vorwärts gehen wieder, dass wir hier wieder neue Teile bekommen, damit wir da auch mal fertig werden. Wir können einmal hier in die Forschungsabteilung, in die Itementwicklung gehen und können auch hier weitermachen, beziehungsweise weitere Items in die Warteschlange packen. Wo sind wir denn angekommen? Hier, ne? Dann machen wir hier mal weiter. So, 7 Stück noch. Wir haben noch 2 legendäre. Dann sind wir damit auch durch. Wunderbar. Und dann können wir mal die Ermenegilda uns noch ein paar Mal erforschen. Das wird hier eh noch ewig dauern, bis das mal dann endgültig auch durch ist. Hier brauchen wir noch deutlich mehr Einwohner. Aber da läuft der Lachs eigentlich auch absolut in die richtige Richtung. Hier haben wir einige legendäre Items, die wir hier jetzt reinpacken können. Dadurch, dass wir jetzt natürlich die Weltausstellung laufen haben und erforschen, sollte das jetzt relativ schnell gehen. Nee, brauche ich nicht. Dankeschön. Von daher 33.300. Da können wir auch jetzt mal wieder 3-4 hiervon abreißen. So. 33.001. Ich meine, wir werden später wahrscheinlich so oder so über ein Rathaus-Item machen und uns da die nötige Attraktivität holen, aber sei es drum. Ja, die Dinger hier explodieren gerne, ne? Die Dinger hier explodieren gerne, okay. So, aber hier kann ich mir 200 Tonnen Gas abholen. Das schmeckt. Da haben wir nämlich hier schon ein Luftschiff wieder fertig.
Und das können wir eigentlich als zweite Route anwenden. Das war von dem Luftschiff aus. Was brauchten die noch? Hundeschlitten und ich glaube Konserven, ne? Kaffee können wir mal machen. Konserven können wir mal machen. Was haben wir hier noch? Ja, Hundeschlitten müssen wir wahrscheinlich mehr herstellen dann. Akas und Hundeschlitten. So, aber wir sagen bei Parker 100 auf Lager immer haben. Dasselbe bei Hundeschlitten. Da müssen wir einfach die Produktion jetzt nochmal ankurbeln. So, dann kriegen die nämlich hier Konserve und Hundeschlitten. Damit haben wir mehr Techniker. Kriegen hier noch Parker und Kaffee. Das ist echt unglücklich, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, ne. Eigentlich reichen da zwei Luftschiffe. Plus eins für Kohle, also drei Luftschiffe. Die wir dann auf lange Sicht da, oder drei Luftschiffrouten, die wir auf lange Sicht da hin und her jagen. Und die Dinger explodieren halt sehr, sehr gerne. Heißt, wir brauchen hier mehr Bretter, okay. Kein Problem. Also auch da sollten wir immer für vorsorgen, dass da genug am Mann ist. So, und dann bauen wir uns da nochmal 5 Luftschiffe, dann sind wir da auch erstmal gut mit ausgestattet und das reicht dann auch erstmal aus. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Arktis läuft dann in der Regel autark für sich. Die Inseln hier kann man nochmal nutzen, um maximal Einwohner auch rauszukriegen. Aber solange man keinen Rekordbau betreibt, ist das dann auch relativ egal. Weil wie gesagt, hier dann irgendwann ein Kohleschiff, hier kommen irgendwann Items rein. Und wir bauen dann auch alle Inseln auf. Das war hier alle 4. Ich glaube 4 sind es, ne? Hochinseln. Meine sind 4, genau. Dass wir alle 4 Hochinseln dann bedienen können. Da brauchen wir ein paar Luftschiffchen für. Die dann so wie hier in der Manier das alles liefert. Eins, was dann Kohle einmal rumschickt. Ich denke mal, wir brauchen dann 2 Luftschiffe irgendwie pro Ware oder pro ja, pro Zyklus, der da rumgeht. Schauen wir dann mal an, wenn es soweit ist. Aber das läuft doch hier auch in der Arktis schon eigentlich ganz gut. Und wir kriegen schon ordentlich Gas raus. Also zumindest genug, um ein Gaskraftwerk zu betreiben. Für mehr reicht es dann doch noch nicht. Dann hätte man das hier auch fast schon mittig bauen können, das Kontor hier, ne? Ja, schauen wir mal. Also da gibt es auf jeden Fall, das weiß ich, hier gibt es auf jeden Fall auch Pläne, wie die Insel optimal bebaut ist. Also wo jedes Haus dann auch steht und wie man das am besten dann baut, um das Maximale hier auf so einer Insel rauszuholen. Aber das brauchen wir ehrlicherweise einfach nicht. Ja? Also das ist für uns auf jeden Fall ein Overkill. Ja, hier warten sie natürlich jetzt, um sich halt zu beladen nach und nach. Zack. Ja, er belädt sich wieder. Passt. Da könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir nicht noch eine Anlegestelle nochmal zusätzlich hier hinbauen oder 2. Geht hier eine hin? Nee, ne? Geht wahrscheinlich um eine Kachel sich wieder nicht aus, ne? Genau. Eine Dreckskachel nicht. Aber wenn ich das hier hinbaue, dann geht's. Haha. Schön, wenn Pläne aufgehen. Oh, hier keine Keimauern bauen? Tatsächlich nicht. Scam. Also hier kannst du nicht schön noch schließen, die Lücken, weil es gibt hier keine Keimauern zum Bauen. Alles klar. Bisschen lost. Ah gut, sei es drum. Also die Arktis kann man auch nehmen, dann um am Ende nochmal ein paar Einwohner rauszuquetschen. Ist aber eigentlich nur interessant auch für einen Rekordbau. Messing haben wir zu wenig. Okay. Hier haben wir eigentlich genug. Heißt, wir schippern zu wenig Messing rüber. Dann reicht das hier nicht aus. Können wir einmal weniger Kaffee nehmen und dafür Messing reinpacken? Vielleicht.
dass er hier einfach nochmal mehr Messing produziert, die Seegurke. Verschifft. Wo ist denn das Schiffchen gerade? Nicht hier, okay. Ah, ich hoffe, dass der Platz dann jetzt nicht auch belegt ist. Dann ist schon wieder die nächste Weltausstellung fertig. Also das geht echt rasant auf Dreifachgeschwindigkeit. Nee, das wollen wir nicht. Zack, das wollen wir. Sehr gut. So. Was sagt denn unsere Insel hier unten? Die haben wir komplett aufgebaut, ne? Da hatten wir jetzt nichts mehr, was wir irgendwie machen können. Es gibt keine Items für Depots, oder? Gucken wir mal rein. Depot. Nee, nur hier für die Reparaturkräne. Das hilft uns ja nicht wirklich weiter. Nicht wirklich zumindest. Okay. Gut, aber dann haben wir hier unsere wunderbare Lagerinsel, wo wir einfach unser 18.000 Lagerplatz haben. Wir könnten hier jetzt auch noch irgendwas produzieren, weil wir haben ja auch mehr als genug Einwohner hier, wenn wir uns das mal anschauen. Das sollte also auch eigentlich passen. Im Prinzip, wenn ich mir das jetzt mit den Einwohnern auch so anschaue, könnten wir nochmal ein paar Ingenieure weniger uns anlachen, ne? Könnten wir nochmal auf ein paar mehr... Erstmal können wir hier auf Ingenieure gehen jetzt. Ich vergesse das hier unten immer. Dann pinseln wir das Ganze aber auch einmal schick an. So, Backsteinhausoptik wieder. Ja. Dann können wir uns hier vielleicht... nochmal ordentlich Investoren anlachen, weil wir eh gerade mehr als genug Ingenieure haben. Warum denn nicht? Ah, für die Attraktivität nicht. Deswegen haben wir noch so viele, wegen der Attraktivität. Aber wir haben ja hier mehr als genug Items und noch Platz. Dann bauen wir hier den Zoo wieder aus. Dann können wir upgraden, dann habe ich lieber noch mal ein paar mehr Einwohner. Upgrade, Upgrade. Und dann kriegen wir hier nochmal ordentlich Artefakte rein. Einfach immer dasselbe. So ein interessantes Museum dann, oder? Zack. Dass man da auch nicht mit Shift Linksklick dann alle vom... Oder? Kann man das? Nee. Mit Shift Linksklick dann alle vom selben Typ reinpacken kann in die freien Module. Das wäre noch ein Luxusding, ne? Das wäre noch Luxus, aber gut. Wir wollen uns mal nicht beschweren. Wir haben so viele Quality of Life Features inzwischen. Das ist echt unglaublich. Deswegen haben wir so viele Ingenieure, weil wir... die 33.000 Attraktivität ja brauchten. Stimmt. Da war ja was. Da war ja was, da war ja was. Aber jetzt haben wir hier 35.000 Attraktivität. Heißt, wir können nochmal upgraden und uns hier weitere Investoren anlachen. Und das sollte dann auch mit den Einwohnern ordentlichen Push bringen. Hier können wir uns ja auch noch überall den Arek zum Beispiel reinpacken, der ja auch nochmal wieder Attraktivität ein bisschen zurückgibt. Haben wir überall den Arek sonst drin hier? Yes, okay. So, wenn ich mir das hier so anschaue, können wir hier unten auch upgraden. Da warten wir vielleicht noch so auf die letzten. Ah, die haben keinen Strom da unten, okay.
Wir haben tatsächlich keinen Strom. Wo ist denn das letzte Kraft oder das nächste Kraftwerk? Wahrscheinlich mega weit weg, ne? Da, okay. Wenn, müssten wir uns hier noch ein Kraftwerk anlachen. Um da unten auch zu upgraden. Aber gut, wir brauchen es ja nicht unbedingt. So, dann hier auch den Arek einmal rein. Was haben wir hier als drittes drin? Arbeitskräftebücher. Da plus 3. Arbeitskräftebuch. Da können wir dann hier sowas wie den Feuerwehrmann reinpacken. Zum Beispiel. Oder dieses zusätzliche Einwohnerbuch. Haben wir da noch welche von? Nee. Okay. Genau, den können wir uns da reinpacken. Dann haben wir hier ihn hier, den Luis, den wir uns da reinpacken können. Und was haben wir noch? Ich glaube noch ein drittes Item auf jeden Fall. Santa Tuan, ne? Aber die haben wir hier nicht, okay. Dann nehmen wir nochmal den Feuerwehrchef, was soll der Geiz? So, zack, zack. Da haben wir das. Das passt. 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 So haben wir jetzt nochmal für deutlich mehr Investoren gesorgt. Da wird jetzt auch nochmal ein bisschen was steigen. Im Prinzip können wir noch ein Layout upgraden. Hier oben. Zack, dann packen wir auch hier den Feuerwehrchef rein und den guten Arek. Haben immer noch 35.000 Attraktivität. Dann upgraden wir doch nochmal ein Layout. Weil so viel Unterschied macht das jetzt gar nicht mehr. Zack, Arek und... Da, zusätzliche Einwohner. So, dann hat so ein Haus nämlich 55, das passt. Wir haben eigentlich genug Ingenieursarbeitskräfte noch, oder? Der läuft doch hier auf. Genau, 19.000 sind verfügbar. Heißt, die 9.000 sind schon abgezogen von der Forschung. Und wir haben immer noch 34.000 Attraktivität. Dann kriegen wir auch das Layout hier geupgradet. Das rein und ne, haben wir tatsächlich. Haben wir die Datoren gar nicht? Santa Trois. Alle Inseln. Doch, 13 Mal Itempositionen. Da haben wir 6 Mal die gute Dame drin. Okay, dann holen wir uns die einmal ab. Das sind halt jetzt hier, das ist eigentlich ganz geil. Das sind halt jetzt unsere Farminseln, die wir uns ja vor Ewigkeiten gefühlt aufgebaut haben. Und hier haben wir jetzt als Beispiel ganz simpel und einfach 6 Mal die Datoren drin. Die sorgt nämlich dafür, und die soll überall rein, bevorzugt. Die sorgt nämlich plus 2 Einwohner für dann Dampfwegen, Schokolade und Sekt bei den Häusern. Und hier haben wir zum Beispiel nur ein plus 1. Also das ist somit das beste Item, was da auf jeden Fall rein darf. Und die nehmen wir uns alle mit natürlich. Die nehmen wir uns alle mit. Steve McLeod, okay. Feras, hier ihn nehmen wir nochmal mit. Und dann, keine Ahnung, Bekonin oder so. Also hier kriegen wir doch einige gute Items, die wir gebrauchen können. Und dann gucken wir mit der Santa Tuan nochmal. Santa Tuan. Alle Inseln. Da haben wir 3 Stück. Das heißt, auch hier schicken wir mal ein Schiff hin. Dann gucken wir auch hier mal rein. Da haben wir 2 Stück. Da können wir mal ein Schiff hinschicken. Die Farminsel hatten wir, glaube ich, gerade. Ne? Genau. Nice. Läuft. Dann kriegen wir die da jetzt überall auch reingebuddert. Heißt, hier tauschen wir dann nochmal die Items entsprechend aus. Ich meine, das Einwohnerbuch hier ist, glaube ich, immer noch besser. Genau, das kriegt nämlich plus 3 Einwohner.
Irgendwann werden wir den Arek auch nicht mehr brauchen hier, weil wir uns über andere Quellen genügend an Attraktivität holen. Aber so ist das doch absolut erstmal in Ordnung. So, Arbeitskräfte haben wir hier natürlich nicht mehr. So, einmal hier abladen, danke. Dann darf er hier einmal die zwei aufladen und dann nehmen wir uns hier die Thomasina noch mit, den Bekunin und einen Arek. Einfach damit das Schiff nicht leer fährt. Und dann hier unten auch. Dreimal die Datoren. Haben wir hier die Thomasina schon drin? Haben wir, okay. Haben wir hier auch? Ja, das Sargasso-Set ist natürlich komplett. Dann nehmen wir uns hier auch die Thomasina, den Jörg von Malting. Immer noch ein doch seltenes Item, wenn man es ist. Mein Gott. Wenn man es sich nicht erforscht. Aber der kann auch nicht schaden, wenn wir den jetzt hier öfter haben. Und dann können wir hier anfangen, in unsere schönen Layouts überall die Frau Datuan reinzupacken. Kitzelt noch mal ein paar mehr. Hier haben wir sie schon drin, sehr gut. Hier auch. Kitzelt einfach noch mal ein paar mehr Einwohner aus unseren Investoren-Layouts raus. Nicht viel, aber ja, ich sag mal so, besser als gar nichts, oder? Da auf jeden Fall besser als gar nichts. Wie gesagt, bei den Hochhäusern werden wir ein bisschen anders vorgehen. Das gucken wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. Am besten erforsche ich mir vielleicht auch die Bücher hier. Aber wir müssen halt mit der Attraktivität noch schauen. Ne? Aber hier kann auch schon mal die Frau Datuan rein. Dann haben wir hier auch schon mal mehr. Glühbirnen fehlen jetzt. Okay. Wir sollten jetzt insgesamt mit der Produktion nochmal gucken, ob das alles noch passt. Pelzmäntel haben wir jetzt viel zu viele. Hochräder immer noch zu viele. Okay. Glühbirnen zu wenig. Sekt viel zu wenig. Okay, viel zu wenig Sekt. Aber den importieren wir uns doch, oder? Wenn nicht, sollten wir das tun. Doch, doch. Da holen wir uns genug Sekt eigentlich rein. Das können wir jetzt auch mal erhöhen, weil wir ja auch mehr Verbrauch haben. Schnaps brauchen wir hier uns nicht mehr reintauschen. Da haben wir auch mehr als genug aktuell. Dann können wir uns noch reinholen. Gute Frage, ne? Glühbirnen. Warum nicht einfach nochmal Glühbirnen reinholen? Und dann gucken wir mal, was uns hier am Ende ausgehen wird. Aber so passt es dann erstmal. Ah, da können wir keine Module mehr anfügen. Aber so reicht es doch erstmal. Ist doch absolut in Ordnung. Wir haben die Items, die wir jetzt auch hier einsetzen, auch optimal dann genutzt. Genau. Geht sich doch wunderbar aus. Auch die Attraktivität 34.000. Wunderbar. Also hier haben wir sogar jetzt immer noch zu viel eigentlich. Aber am Ende passt es halt, ne? Wir müssen eh mal gucken. Wir werden wahrscheinlich bei den Hoch... Heißt es Hochhaus oder Wolkenkratzer? Alle Wolkenkratzer. So, da werden wir eh wahrscheinlich auf irgendein Item... Gibt es da auf jeden Fall. Extra für die Hochhäuser... wo wir Attraktivität bekommen. Alle Wolkenkratzer. Das ist zum Beispiel, die Zofe werden wir 1 Million mal brauchen. Item Herkunft Händler, die können wir uns beim Eli kaufen zum Beispiel. Echt? Beim Eli? Ja, dafür brauchen wir aber erst Einwohner. Heißt, da kriegen wir zusätzliche Einwohner raus. Unterhaltskosten steigen aber auch. Aber es gibt auch ein Item. Ich muss es suchen, Freunde. Ich muss es suchen. Aber es gibt definitiv auch ein Item, was für Attraktivität sorgt. Hier haben wir es. Und ich glaube, das müssen wir uns bauen, ne? Attraktivität plus 1. Pro Wohnhaus. Attraktivität plus 1.
Da kriegen wir nämlich dann über die Wohnhäuser die Attraktivität, die ausreichende hin. Aber das muss ich mir nochmal anschauen, was wir da am besten nehmen. Hochhäuser fangen wir heute definitiv nicht an. Wir haben noch genug anderes zu tun, auf jeden Fall, bevor wir damit loslegen und uns da die optimalen Items dann entsprechend auch raussuchen werden. So, aber da läuft der Lachs. Hier steigt's schön mit den Einwohnern. Das erste Mal seit langem wieder. Ich meine, so viel macht es jetzt nicht am Ende aus, aber doch den einen oder anderen zusätzlichen Einwohner können wir rauskitzeln, so. Und das ist ja dann auch schon nicht verkehrt, ne? Wenn wir hier ein paar mehr Einwohner, Investoren etc. rauskriegen, das nehmen wir doch gerne mit und nehmen es auch dankend an. Haben wir hier gleich eine neue Prestigestufe erreicht? Nee. Geht sogar zurück. Hä? Den Balken, da muss ich gerade nicht verstehen, weil unsere Einwohner steigen, aber die Fortschrittsanzeige geht nach unten. Okay. Hier haben wir jetzt die 35.000, solange das hier läuft. Heißt, den Zoo werden wir auch irgendwann wieder verkleinern. Oder reißen hier einen auf der Insel ab. Mal gucken, wie sich das am Ende ausgehen wird. So, kriegen wir hier inzwischen alles weg? Ich würde sagen, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was sagt unsere Insel hier? Ja, hier kriegen wir jetzt auch schön die ganzen Sachen eingelagert. Schöne Baustofflagerinsel. Aufzüge kriegen wir hier schon hin. Und alles andere auch. Da füllt sich das Lager schön. Und irgendwann ist es dann halt voll. Dann ist es halt so. Und wir können hier sogar die Speicherstadt noch für Arbitrage nutzen. Oder uns halt auch hier ein Hochrad-Layout oder so noch bauen und das nutzen. Auch da haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Speicherstadt auszukosten. Aber auch das werden wir erstmal nicht machen. So, was machen wir denn stattdessen heute noch mit dem angefangenen Tag? Da bin ich mir gerade nämlich noch nicht so sicher, was wir jetzt noch uns für heute vornehmen. Ich nehme mal hier nochmal ein bisschen Baumaterial mit hoch, damit wir hier auch immer genug auf Lager haben, wenn mal was kaputt geht. Bist auch mal weg. Das Quatschen verschieben wir auf die Tage. Ja, du, schreib mich einfach an. Ich bin in der Regel abends erreichbar, Tim. Von daher sollte das auf jeden Fall möglich sein. Ich weiß noch nicht, wie lange wir hier heute machen. Ich werde mir auch ein paar Sachen überlegen. Ich muss nämlich auch noch zwei, drei Folgen fürs YouTube Let's Play aufnehmen. Das steht jetzt auch noch an bei mir. Das natürlich, aber jetzt ist der Livestream auch erstmal vorrangig für mich, definitiv. Und dann gucken wir mal da mal weiter. Aber das steht auch noch an. So, sind die hier voll versorgt? Phonographen ist so eine Sache, ne? Tauschen wir, glaube ich, sogar raus. Tauschen wir Phonographen raus? Nee, aber die sollten wir uns sogar reintauschen, eher, ne? Ah, komm, das ist eh nur ein bisschen Attraktivität, das schadet nicht. Das schadet nicht. Wenn es da zu wenig ist. Gut. Hier könnten wir auch mal. Hier haben wir ja auch nur noch Investoren, oder? Haben wir hier irgendwas anderes als. Nee, falsch. Falsch geklickt. Haben wir hier irgendwas anderes als Investoren? Ja, wir haben nur 21 Ingenieurshäuser. Die sind aber nicht upgradebar. Okay. Wahrscheinlich, weil es dann hier genau an Strom unten fehlt. Okay. Aber hier können wir zum Beispiel dann auch eine Datwan-R reinpacken oder das plus 3 Einwohnerbuch. Und auch hier nochmal ein paar mehr Einwohner rausquetschen. Auch das können wir tun. So, hier geht's weiter in der Weltausstellung. Läuft. Wunderbar. Zack. Immer schön die Attraktivität hier der Insel erhöhen. Immer schön die legendären Items auch hier rein.
34,2. Heißt, im Prinzip können wir hier schon wieder bisschen was abreißen, ne? So. Da haben wir doch schon wieder einiges wegbekommen, was wir wieder neu aufgebaut haben. Und hier upgraden wir ja so oder so gerade nicht weiter. Von daher passt das eigentlich. Weil wir hier einfach keinen weiteren Strom haben. Wobei, was ist denn, wenn wir das hier langziehen? Kommt dann mehr? Nee. Das reicht hier auch so gerade eben. Ne? Wo haben wir denn das nächste Kraftwerk hier oben? Irgendwo da. Nee, egal wie wir es hier ziehen werden, das wird sich nicht ausgehen, glaube ich. Nee, das wird sich nicht ausgehen mit dem Strom hier unten. Okay, kein Problem. Hätte ja sein können, dass es klappt, aber so ist dann auch in Ordnung. Wie weit reicht der Palast inzwischen? Können wir hier den Lagerplatz nochmal erhöhen? Indem wir dann hier vielleicht nochmal ganz in der Ecke eine Hafenmeisterei hinsetzen. Na, passt eh nicht, ne? Dann müssten wir die hier verschieben. Hier hin. Dann kriegen wir hier nur eine hin, aber nee, das machen wir nicht. Mein 13.900 Lagerplatz. Ah, was will man mehr? Das reicht doch aus. Außer, Moment mal. Jetzt mal das hier alles ein bisschen direkter bauen. Zum Beispiel. Nehmen wir das hier einfach mal gerade runterziehen. Wie weit reicht der Palast dann? Der sollte hier unten an die Küste kommen, oder? Wenn er hier unten an die Küste kommen kann, können wir nochmal 1200 Tonnen Lagerplatz generieren. Ich meine, wenn man jetzt hier einmal, wenn wir da einmal dran denken, dann können wir es doch jetzt auch einmal auch hier nochmal ein bisschen optimaler bauen, ne? Okay. Ich meine, die Speicherstadt gilt ja auch als Lagerplatz. Plus 1200. Easy. Ich wette, wenn wir, also wenn wir es hier ein bisschen umändern. Mit der Speicherstadt hätten wir hier auch noch eine Hafenmeisterei hinbekommen. Also ist doch in Ordnung. So haben wir jetzt nochmal für ein bisschen mehr gesorgt. Haben hier jetzt auch 15.000 maximalen Lagerplatz. Nur dafür, dass wir hier eine Straße hochgezogen haben, ist das doch ein ganz geiler Benefit, oder? Also für einmal Straße hochziehen, nochmal 1200 Lagerplatz mehr. Das schmeckt auf jeden Fall. Und was noch schmeckt, wir können die Reichweite noch ein bisschen erhöhen. Indem wir hier nochmal zwei Module dran klatschen. Nice. Ich meine, so 120 Module brauchen wir am Ende, um hier auch wirklich bis in die kleinste Ecke zu kommen. Je nachdem, wo wir den Palast auch platzieren werden. Aber ich meine, das war so 1200 ist so die Grenze ungefähr, die wir da haben. Aber, da der Palast jetzt so weit reicht, gehen wir doch locker hier nochmal ein, zwei Rathäuser hin, oder? Eins zumindest, okay. Zwei ist dann hier, das ist ein bisschen blöd von mir gebaut. Aber dadurch kriegen wir nochmal mehr Zusatzarbeitskräfte und mehr Attraktivität durch Rathäuser. So, wie gesagt, hier habe ich extra freigelassen. Gucken wir mal, wie weit der Palast hier oben jetzt auch geht. Okay, noch nicht so weit, dass wir hier ein zusätzliches Rathaus hinsetzen können. Aber wir können es ja schon mal vorplanen. Zack. Und auch ruhig schon mal aufbauen. Den Einfluss haben wir ja eh. Fast 3000 Einfluss über. Das passt.
Und jetzt haben wir auch genug Attraktivität. Läuft die Ausstellung gerade oder wird die noch vorbereitet? Ausstellung läuft, okay. Wie viel Attraktivität? Plus 150 nur. Wir haben 200 gewonnen. Ich würde mal sagen, das können wir ruhig abreißen. Ohne uns da in Bedrängnis zu bringen. Würde ich ja auch gerne noch was hinsetzen, ne? Aber gut, sei es drum. Das kriegen wir zum Beispiel auch hier oben hin. Genauso gut. Dann kriegen wir das hier auch genauso gut dahin. Das genauso gut dorthin. Dann kriegen wir hier doch noch ein Rathaus hin. Minimum. Ja, eins auf jeden Fall. Und nochmal 200 Attraktivitäten. Nice. Das kriegen wir auch wieder auf den Inselteil. Aber nochmal für Attraktivität gesorgt. Sehr gut. Können wir hier schon wahrscheinlich die nächsten Module wieder abreißen. Was sagt die Forschung? Ja, da haben wir auch wieder ein bisschen was an legendären Items durchgewonnen. Das läuft also auch ganz gut. Und hier haben wir gleich das Thema auch abgeschlossen. So, genau, hier haben wir 5 Luftschiffe, die wir aktuell nicht brauchen, aber die wir einfach uns schon mal hergestellt haben, damit wir sie auch haben. Hier oben läuft es eigentlich ganz gut durch. Und ja, viel mehr brauchen wir hier gerade nicht machen. Ja, Fotografieaufgabe, Eisbär fotografieren. Da muss ich jetzt echt für hinsegeln. Okay, machen wir das doch mal schnell. Nur ein legendäres Item, schade. Ja, es ist auch ein bisschen glückabhängig, aber gut, das gehört halt dazu, ne? 33,5. ...33,4... ...33,21 und wieder eine Reihe weg. Ich glaube, das hier werden wir irgendwann einstampfen können, wenn das hier so weitergeht. Und dann auch hier nochmal eher ein Einwohner-Layout bauen. Hier zum Beispiel hin. Anstatt Museum. Können wir das eigentlich, wenn wir das jetzt versetzen... Wir können nur einzelne Module versetzen, ne? Würde ich nämlich mir da nochmal ein paar Einwohner gerne anlachen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist sinnvoller. Doch nicht schön, aber einzigartig oder wie sagt man? Dann kriegen wir hier auf jeden Fall nochmal Einwohner raus oder hin. Das würde ich schon gerne mitnehmen. Da kriegen wir nämlich dann auch die Datoren hin, da kriegen wir dann den hin und für den Anfang die Schauspielerin natürlich, die wir hier brauchen. Und dann sorgen wir hier schon mal wieder für noch mal mehr Investoren. So, machen wir das auch hier wieder schön einheitlich. Zack. Und pinseln das Ganze einmal an. Bin ich doch schicker als die Standarddinger. Deutlich schicker auf jeden Fall. So, und dann können wir dadurch nämlich noch mal Einwohner generieren. Und Attraktivität. Zwei Fliegen mit einer Klappe, könnte man so sagen. Erstmal bitte als Blaupause hier rein.
Brauchen wir es so oder so? Tut sich eigentlich nichts, ne? Ah, wir bauen es so. Mhm. Da weiß ich ja wenigstens, woran es liegt. Da können wir dann nochmal aufstocken. Das passt hier für mich aber auch. Wobei, die Module jetzt so bauen. Was, da können wir da auch nochmal die Reihe schön abschließen. Sieht dann doch nochmal schöner aus, finde ich. So. Okay, das ist ja schon gebaut. Dann können wir hier die Straße gerade bauen. Können hier schon mal Polizei und Feuerwehr aufbauen. Dann brauchen wir hier den Marktplatz. Die Schule. Die Uni. Und das Varieté. Ja, sehr schön. Und hier können wir auch ein bisschen was abändern. Mal hier nochmal die Polizei besser hin. Denn wir können hier noch weitere Häuser platzieren. Wenn wir doch die Möglichkeit haben, sollten wir das auch nutzen, oder? Hier nehme ich eine komplette Reihe noch. Das war's dann, okay. Aber hier nochmal eine komplette Reihe ist halt auch ganz lecker. Kriegen wir da auch nochmal zwei Häuser hin? Das hier abreißen. Jo, kriegen wir. Auch das nutzen wir natürlich aus. Und dann bauen wir nochmal mehr Einwohner. Let's go. Kriegen wir das auch nochmal hochgepusht. Sehr schön. Okay, da würden wir noch eine reinkriegen, aber wir haben hier genug Feuerwehren. Das ist jetzt nicht das Problem. Genauso wie wir da genug haben. Krankenhaus, ja. Können wir hier nochmal eins hinsetzen. Zack, nochmal ein Hospital. Dann müssen wir auch mal gucken, wie es aussieht mit der Bank. Haben aber hier unten 100% Abdeckung. Und wie es aussieht mit dem Clubhaus. Auch da haben wir 100% Abdeckung. Yep. Moby, nehmen wir mit. Warum hat er keine 100% Fisch? Hier können wir die Santa Juan mal rausnehmen. Die brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht. Aha. ICBB 90 ist nun seit 9 Monaten ein Teil der Herde. Kleiner als 3. Kleiner als 3 geht zurück. Tobi, vielen, vielen Dank für deinen Resub und deinen anhaltenden Support hier im 9. Monat. Willkommen zurück und Glückwunsch zum 2. Twitch-Baby des Tages. Tatsächlich. Franz heute der Erste, der die 9 Monate voll gemacht hat. Du jetzt der Zweite. Vielen, vielen Dank. Grüß dich. Wie geht's? Ich hoffe, alles gut soweit. Hoffe, du bist fit. Hoffe, du bist fit. So, machen wir hier noch was gerade? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen halt hier jetzt immer mal wieder reingucken und die Einwohner auch nach oben bringen. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Quest fertig machen mit dem Eisbären, dass wir da jetzt das Foto schießen. Ein Eisbär, süß. Klick. Foto abschicken, fertig. Ich folge ihren Fußspuren im Schnee. Okay, Reparaturkräne, wow. Joa, muss. Och, das klingt ja sehr überzeugend. Das klingt ja wirklich sehr überzeugend, mein Guter. Noch eine Fotografieaufgabe. Gut, da müssten wir jetzt wieder hin. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. So, Ausstellung fertig. Sehr gut.
Ab in die nächste Ausstellung. Können wir schon hier upgraden? Ja, können wir schon. Steuerung U, weil das sind so die einzigen Gebäude, die wir upgraden können. Von daher, wir haben ja nichts anderes. Wir haben auch nichts vorgeplant. Das passt also ganz gut. So, hier wieder zwei Dinger rein. Dann können wir wieder, ja, noch nichts abreißen. Da müssen wir jetzt wirklich warten, bis wir hier dann den AREC aktivieren können. Der dafür deutlich mehr sorgt. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin und das läuft wirklich alles fantastisch. Und gerade hier auch die Baustoffinsel. Tobi, du hast es ja heute wahrscheinlich, wenn du jetzt erst reinschaust, noch nicht mitbekommen. Wir haben hier unsere Baustoffinsel aufgebaut und hier ratterte so viel Zeug durch, ne? Ich meine, schau dir mal an. Wir kriegen hier ohne Ende auch an Zusatzwaren, vor allem Holzturniere. Das ist echt unglaublich. Und die läuft wunderbar. Die läuft 1A durch. Hier habe ich ab und zu mal ein Ausrufezeichen, aber nichts, wo jetzt wo die Produktion ins Stocken kommt. Die laufen alle hier auf 330%. Ja, der eine nicht, der hat aber auch keine 100% Anbaufläche. Damit ist das auch in Ordnung. Und ansonsten bin ich hier mit dem Cup echt zufrieden. Dann können wir uns bald das nächste DLC zur Brust nehmen. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns das Reisezeit-DLC zur Brust nehmen, dass wir das soweit mal fertig machen und hier unseren eisernen Turm auf die Insel schon mal packen. Und dann geht's endlich mal auch in Richtung Hochhäuser. Dann geht's Richtung Hochhäuser. Dann haben wir echt alle DLCs genutzt und das ist mir auch wichtig, das gemacht zu haben, bevor wir dann in das neue DLC reingehen, damit wir uns das auch mit allen Facetten anschauen können und hier auf der Insel zumindest schon mal alles vorgemerkt haben uns, was wir denn so heute schon nutzen können. Ist mir auf jeden Fall ein durchaus wichtiger Punkt und ich glaube, das kriegen wir auch dann ganz gut hin am Ende. So, wenn wir die Zoos hier verschieben, kriegen wir nämlich hier nochmal ein Layout am Ende hin. Mit noch mehr Einwohnern. Weil das Kraftwerk hier locker dafür ausreichend ist. Aber den Bereich kriegen wir hier noch abgedeckt. Heißt, wir können die Museen, zumindest das eine hier vielleicht. Weil, ne, da müssen wir beide für verschieben, ne? Ja, zum Teil zumindest. Aber eins können wir uns ja schon mal hier verschieben. Hierhin. Und auch einmal komplett neu bauen. Oh, hier gehen aber auch noch ein, zwei Module hin. Eins zumindest, okay. Und dann gucken wir mal, auf wie viel Attraktivität wir hier kommen. War da jetzt noch Module anklemmen müssen oder ob das sich jetzt ausgeht. Hier 5. Dann haben wir hier 22 Stück von. Schade, dass man das jetzt hier nicht sehen kann. Aber gut. Da setzen wir jetzt ganz gemütlich hier unsere Dinger rein. Ganz gemütlich. Klick, klick, klick. Das ist immer etwas, was so ein bisschen ätzend ist auf jeden Fall, dass man das dann immer einzeln neu setzen muss. Aber ich glaube, da habe ich mich gerade schon drüber beschwert. So, 32,6. Also ein, zwei Module brauchen wir tatsächlich noch. Weil mit einem Rathaus mehr und den Upgrades hier brauchen wir keine Module mehr. Zack. Damit können wir schon mal das hier wieder löschen. So, dann müssen wir hier auch ein paar Module natürlich verschieben. Das bleibt jetzt leider nicht aus. Und die müssen wir natürlich auch alle einzeln verschieben. Wie soll es auch anders sein? Oh, ist das ätzend. Okay. Kriegen wir da wenigstens das Rathaus jetzt schon mal hin? Ja.
Das kriegen wir jetzt schon mal platziert. Sehr gut. Können wir das nämlich durchsetzen. Hier schon mal hinbauen. Wo haben wir denn das? Bin ich lost? Wo habe ich das Rathaus? Da unten. Da unten. Zack. Können wir das hier schon mal aufbauen soweit. Dann haben wir hier nämlich wieder auch mehr Attraktivität und sehen auch hier, was wir an Modulen rausnehmen müssen, beziehungsweise umschiften müssen. Umschiften ist besser, ne? Als Wort. Damit wir dann auch die zweite Seite aufbauen können. Und wir müssen hier öffentliche Gebäude verschieben. Ich glaube, die Uni da oben brauchen wir gar nicht mehr, weil wir da so oder so keine Ingenieure mehr haben. Da haben wir ja so oder so nur noch Investoren. Das heißt, das können wir abreißen. Da haben wir eine Schule, die wir abreißen können, sehe ich gerade. Also wir haben einige Gebäude, die wir jetzt tatsächlich nicht mehr benötigen und ersatzlos ersetzen können an der Stelle. Packen wir die Reihe mal noch weg. Gucken dann, wie sich das ausgeht. Zack. Attraktivität passt auch wieder. Sehr schön. Können wir nämlich dann hier die Gebäude setzen. So. So, wie gesagt, Uni werden wir hier nicht mehr brauchen. Clubhaus ja, aber das müssen wir auf jeden Fall woanders hinpacken. Das geht so nicht. Das geht so auf jeden Fall nicht. Die Schule hier brauchen wir nicht mehr. Dann können wir da das Clubhaus reinsetzen. Oder? Ja, geht sich da gut aus, ne? Können wir die Polizei vielleicht hier hinten hinsetzen. Oder komplett ersatzlos streichen. Ja, können wir auch komplett ersatzlos streichen. Easy. Easy. Beziehungsweise haben wir ja auch hier noch ein bisschen Luft zwischen den Rathäusern, wo wir auch nochmal ein, zwei öffentliche Gebäude ruhig reinsetzen können. So, Mr. Garrick und Arek sind gesetzt. Die Schauspielerin erstmal nur übergangsweise. Und dann können wir hier wieder upgraden ohne Ende. Sehr schön. Hier schauen wir mal, wie weit wir gehen können. Eieiei, der kam aber von ganz unten. Der kam aber von ganz unten. Holy shit. Oh. Der tat auch ein bisschen im Hals weh. Der tat auch ein bisschen im Hals weh. So, wie weit müssen wir oder können wir, dürfen wir hier gehen? Ich würde sagen, da kriegen wir ja auch noch ein, zwei Häuschen hin. So, hier einmal außenrum. Da können wir dann... Ja, da haben wir erst eine Feuerwehr gesetzt, ne? Dann machen wir es doch einfach so. Ist zwar hier teilweise so ein bisschen doppelt gemoppelt und dadurch ein bisschen unschön, aber sei es drum. Hier verschieben wir nochmal drei Dinge auf jeden Fall. Damit wir hier die Straße rumkriegen, finde ich auch immer schöner. Dann können wir uns schon hier die Häuser unten kopieren. Und zwar am besten so, dass sie auch passen. Heißt, den ganzen Lachs hier bauen wir einmal nach unten. Ah, dann machen wir es hier nochmal symmetrischer, oder? Wenn wir schon mal dabei sind. So. Häuser kopieren. Und dann hier mittig setzen. So, oder? So müsste es richtig sein. Ja, das sieht gut aus. Einmal rumsetzen. Können wir hier schon upgraden? Nein, schade.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann können wir hier wieder unsere öffentlichen Gebäude setzen, die wir temporär brauchen. Schule können wir gleich verschieben. Dann können wir hier anfangen. Zack. Dann setzen wir hier ruhig nochmal eine Polizeistation hin und ein Krankenhaus. Machen wir es vielleicht andersrum. So. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Wir brauchen es am Ende wahrscheinlich noch nicht mal. Können wir das hier mittig setzen. Das hier mittig setzen. Das Krankenhaus vielleicht sogar mal hier hinschieben. So, das passt dann. Hier ist so ein bisschen gerade Straße doppelt gemoppelt, aber auch halb so wild. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Ja, warum nicht? Wobei, die Straße hier macht echt keinen Sinn. Die können wir auch abreißen und dann da lieber die Polizei nochmal hinsetzen. Sieht dann auch wieder ein bisschen integrierter aus, oder? Und dann wieder hier das nächste Layout komplett fertig. Heißt, hier packen wir uns jetzt auch die Datoren rein. Und pinseln das Ganze einmal ein bisschen schöner an. Dann kriegen wir hier doch nochmal ordentlich Einwohner raus, hoffe ich doch. Ja, passt. Okay. Oh nein, nicht explodieren. Gasförderstätte. Attraktivität passt nicht gerade. Okay. Aber spätestens, wenn wir die hier mit einem Arek geupgradet haben, passt es dann auch wieder. Das geht sich dann auf jeden Fall wieder aus. Und da können wir die Uni erstmal hinsetzen. Die werden wir ja eh nicht brauchen. Wie sieht es mit dem Clubhaus aus für die Investoren? 100% Abdeckung und Bankhaus 100% Abdeckung. Läuft. Das läuft richtig rund. Dann haben wir nämlich hier den Platz auch ein bisschen besser ausgenutzt. Sehr schön. Bilanz sieht gut aus. 1,5 Millionen. Ich glaube, am Anfang waren wir unter einer Mille an Bilanz. Aber wir haben ja so die Milliarde voll. Von daher halb so wild. Bei 344.000 kriegen wir erst was Neues. Okay. Okay, okay, okay. Zack. Dann tauschen wir hier wieder aus. Da haben wir wieder drei neue legendäre Items. Rein damit. Dann machen wir das mal so. Ist einfach mein innerer Monk hier, der mich da treibt. Passt. Sehr schön. Dann auch hier Upgrade Party. Zack. Okay, hier habe ich einfach noch ein Lagerhaus zur Sicherheit, ne? Dann bauen wir die zwei auch nochmal auf. Das Layout auch so läuft mit seinen 300%. Sehr gut. Können wir was Besseres als den Feras da reinpacken? In die Hochradwerkhalle? Eigentlich nicht, ne? Die zwei sind ja gesetzt. Feras plus 50%. Und da haben wir kein Item, was mehr Produktivität bringt als die 50%, ne? Ne. Okay, dann haben wir da doch das Ideale. Hätte ja sein können, dass ich da was übersehen habe, weil wir es noch nicht hatten. Klar, hier Arbeiter, Arbeitskräfte, aber das brauchen wir nicht, die Zeichnerin. Wir haben ja Arbeitskräfte, 15.000 hier pro Stufe, beziehungsweise Ingenieure 2.500, was auch ausreichend ist. Wir kriegen hier echt ohne Ende nochmal dazu, ne? Hier können wir auch mal ein bisschen einstampfen. So viele Schneidereien brauchen wir gar nicht mehr. Das ist auch schon fast das eine Gebäude hier zu viel, aber gut, sei es drum. Haben wir noch irgendwo, genau, hier die Explosion, da sollten wir uns drum kümmern, dass wir den Spaß wieder aufbauen.
Dann gehen wir einmal mit J durch und merken, wir haben sonst nirgendwo irgendwas an Problem. Gas ist hier fast voll. Hier könnten wir jetzt mal sagen, dass wir auch eine Route machen von hier nach hier, wo wir uns das Gas entsprechend rüberholen auch, damit hier das Lager einfach nicht voll läuft. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ja, machen wir mal hier den Verladebonus hoch. Warum nicht? Wir haben die Ressourcen doch, oder? Hier fehlt immer noch Messing. Die liefern immer noch zu wenig Messing rüber. Okay. Dann ist es die Route, die hier nicht richtig ist. Weil die Probleme macht. Wo ist denn das Schiff gerade? Wo ist das Schiff gerade? Der Arktis vielleicht? Ja. Okay. Dann gehen wir mal rüber in die Arktis. Da ist es. Und schmeißen einmal alles über Bord, was er gerade geladen hat. Weil da hat er Holz drin gehabt, deswegen hat er kein Messing laden können. Und deswegen kommt hier auch kein Messing an. So sollte es jetzt hoffentlich wieder passen. Und sich dann auch ausgehen. Zack. Das Upgraden hier geht echt super schnell jetzt, ne? Nein! Das war nicht gut. Das wollte ich nicht. Zack. Nichts eingebrochen. Glück gehabt. Glück gehabt an der Stelle. Ja, hier, das wurmt mich, ne? Dass wir hier nicht alles jetzt vollladen können. Aber gut, so ist das halt manchmal, ne? Kriegen wir hier oben kein Rathaus mehr hin? Inzwischen müssen wir doch auch hier ein Rathaus hinkriegen, weil so viele Lagerhäuser brauchen wir ja gar nicht mehr. Wollte schon sagen, natürlich kriegen wir hier noch ein Rathaus hin. Gibt halt nochmal Attraktivität. Bonusarbeitskräfte, die wir nicht brauchen. Aber hauptsächlich geht es mir um die Attraktivität, die so ein Rathaus mit sich bringt. Wenn ich das alles ein Stück nach oben schiebe, kriege ich doch bestimmt auch hier noch ein, zwei rein. Aber gut, man muss es jetzt nicht komplett übertreiben. So bin ich ja auch schon ganz happy. Ich meine, hier würden wir wahrscheinlich, wenn ich es auch ein bisschen nach oben schiebe, auch jeweils noch eins reinkriegen. Aber sei es drum. Aber sei es drum. So ein Layout bringt auch ordentlich Einwohner, ne? Nur wie viel? 6000? 6000 Einwohner pro Layout ungefähr? Ah, ich glaube, die 44.000 knacken wir dann trotzdem nicht. Ich glaube, die knacken wir trotzdem nicht. Da können wir auf jeden Fall gleich upgraden. Nur noch Fenster. Warum hat er... Aber wir haben jetzt zu wenig Stahlträger durch das ganze Upgrade. Wir haben ja gesagt 10.000 Mindestlagerbestand. Was sagt die Insel hier? Da haben wir jetzt bei 10.000 Fenster und Stahlbeton schon mal voll. Sehr gut. Und auch 6.000 Fahrstühle. Die füllt sich. Die füllt sich nach und nach langsam. Dass da überhaupt schon so viel drauf ist, ist halt der Wahnsinn, ne? Aber da sieht man mal, wie viel Stahl wir brauchen im Vergleich. Wenn wir hier anfangen, wirklich zu upgraden. Und das wird halt nochmal exorbitant höher, wenn wir in Richtung Hochhäuser gehen. Ich glaube auch, dass ich hier unten eher hier so 3-4 Layouts nehme. Ich glaube, 2 brauchen wir mindestens. Dass wir die 2 Layouts dann vielleicht für die Hochhäuser nehmen. Schauen wir mal, wie sich das am Ende ausgeht. Aber ich glaube schon, dass wir die 2 angehen, wenn wir dann hier hochgehen. Ich meine, da brauchen wir dann auch die Kaufhäuser. Das können wir wunderbar hier reinsetzen zum Beispiel. Mittig, dann decken wir hier auf jeden Fall genug ab. Und da haben wir so oder so dann mehr als genug Möglichkeiten, das Ganze zu machen.
Aber im nächsten Stream definitiv werden wir auf die Touristen gehen. Dann werden wir das DLC mal anfassen und soweit fertig machen, dass wir zum Eisernen Turm kommen. Und im übernächsten Stream werden wir dann darauf zurückgreifen, die Hochhäuser zu machen. Und auch da das letzte aktuellste DLC zu nutzen, eben um den Season Pass 4 vorzubereiten. So, hier sind wir gleich soweit, dass wir auch das letzte Layout abschließen können. Damit bin ich dann auch sehr happy. Dann haben wir da wirklich einen großen Meilenstein auch nochmal in Richtung Einwohner geschafft und konnten auch nochmal einiges an Einwohner hochpushen. Das ist ja auch ganz lecker. Ja, hier müssen die Leute noch einziehen. Und ich meine, Einwohner gehen dann eh ohne Ende hoch, sobald wir Richtung Hochhäuser gehen. Also dann werden wir nochmal Einwohner ohne Ende gepusht kriegen. Und ja, das läuft dann, ne? Wir haben tatsächlich, bis auf die paar Häuser, wo wir keinen Strom haben, dann auch keine Ingenieursarbeitskraftshäuser mehr, ne? Tatsächlich nicht. Ich glaube, das sind dann alle nur noch die, die eh keinen Strom haben. Aber wenn ich mir mal Strom angucke oder Öl angucke, 90 Tonnen produzieren wir, dann könnten wir da unten ruhig nochmal ein Kraftwerk hinsetzen. Was soll der Geiz denn? Setzen wir doch hier unten nochmal ein Kraftwerk hin. So, und die Schiene ist auch relativ einfach gelegt. Die legen wir nämlich hier durch. Obwohl, das ist hier dann wieder unschön zwischen den Layouts. Aber sollte trotzdem am Ende noch passen. So, da haben wir die Schiene. Die verlegen wir jetzt einmal hier durch. Zu einem weiteren Kraftwerk. Achso, dann müssen wir das auch erst bauen, okay. Ja, da kommt da jetzt noch Öl. Kein Problem. Was wir hier aber dann auch noch bauen, natürlich eine Handelskammer. Und da kommen unsere drei Standard-Items rein. Nämlich einmal die Fenja. Der führende Elektroingenieur und der Magnetiker. Perfekt. Dann können wir da oben nämlich auch noch ein paar Häuschen upgraden und sind da auch fertig mit. Weil hier brauchen wir weder Schule noch das noch das. Kann alles wieder weg. Und hier können wir eine Datoren reinpacken. Pinseln das Ganze nochmal wieder schön an. Und dann fehlen hier nicht mehr viele Häuser. Sobald hier der erste Zug angekommen ist, sollte das laufen. Wir haben noch 27 Ingenieurshäuser. Das müssten alle die sein, die hier unten sind. Und dann haben wir tatsächlich keine Arbeiterarbeitskraft mehr auf Crown Falls. Durch die Pendlerkais und durch den Palastbohnen, durch die Rathäuser. Wo wir ja 300 Arbeitskräfte jeweils kriegen. Also das ist schon echt der Wahnsinn, dass man hier mit anderen DLCs das Ganze so aushebeln kann, dass wir wirklich kein einziges Arbeiterhaus mehr brauchen, sondern das Ganze, unsere komplette Arbeitskraft nur durch Rathäuser und den Palastbonus machen. Das ist schon, finde ich schon sehr, sehr geil und ja, immer, ich bin immer wieder drüber erstaunt, dass das klappt und dass das funktioniert, aber ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. So. Genau, hier haben wir ja überall die Rathäuser. Das läuft. Hier muss jetzt der, da kommt der erste Zug an. Damit läuft das jetzt gleich auch an.
Und hier hat man wunderbar, wenn man so eine Doppelstraße hat, kommt man hier halt wunderbar drüber, indem man einfach jedes zweite freilässt. Ist halt hier einmal ungünstig, weil wir hier nicht mehr durchkommen. Aber am Ende auch nicht tragisch. Man kann sogar sagen, wir reißen hier und hier ab. Hier die Schiene ab. Das brauchen wir nämlich gar nicht so krass, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und dann haben wir hier auch wieder den Durchgang. So, hier haben wir das Kraftwerk, das produziert jetzt. Damit kommt hier jetzt auch Strom an. Hier ziehen jetzt Leute ein. Und wir können da auch endlich mal einen Abschluss finden. Das machen wir noch. Dann schauen wir auch mal, dass wir alles an überflüssigen Gebäuden abreißen, die wir jetzt dann natürlich auch nicht mehr brauchen. Hier unten brauchen wir tatsächlich noch ein Clubhaus. Und wie sieht es mit dem Bankhaus aus? Könnten wir hier unten auch noch eins gebrauchen. Dann setzen wir hier dann nochmal eins hin. Warum nicht? Warum denn nicht? Hier haben wir einzelne Häuser nicht angepinselt. Alles klar. So, dann upgraden wir. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sehen wir, wir haben 1503 Investorenhäuser und kein einziges Arbeitskräftehaus mehr. Keine Bauern, keine Arbeiter, keine Handwerker und keine Ingenieure mehr und haben trotzdem en masse Arbeitskräfte übrig. Und das alles nur mit dem Palastbonus. Das ist echt der Hammer. Echt der Hammer. So, hier packen wir jetzt noch den guten Arek rein. Dann haben wir das auch. Und jetzt können wir auch alles abreißen. Irgendwie was in Richtung... Die Kirchen haben wir schon keine mehr. Schulen haben wir noch. Da haben wir eine noch. Die reißen wir ab. Dann können wir auch hingehen. Varietés. Da, wo wir sie haben, alle weg. Die brauchen wir alle nicht mehr. Zack, zack, zack. Da sehe ich eine Uni, die weg kann. Dann gucken wir weiter bei den Varietés. Zwei Stück haben wir noch auf der Insel. Da haben wir eine Uni, die direkt mit abgerissen werden kann. Universitäten haben wir jetzt auch keine mehr, weil wir sie nicht mehr brauchen. Ja, das war's. Das war's tatsächlich. Keine Unis mehr, keine Varietés mehr, keine Schulen mehr, keine Kirchen, keine Marktplätze und auch keine Wirtshäuser. Spart wieder ein bisschen Kohle. Wir machen wieder ein bisschen mehr Gewinn. Machen vor allem einen Gewinn an Einwohnern. Kriegen noch Attraktivität mit obendrauf, kostenfrei. Und dann reicht es auch hoffentlich für die 33.000 Attraktivität am Ende aus. Aber das sieht ja fast schon danach aus. Also das sollte auf jeden Fall passen. Ja, Einwohner haben wir nochmal gepusht. Und ich würde fast sagen, wir lassen es dann für heute gut sein. Ich werde jetzt im Anschluss nochmal, ja, erstmal Abendessen tatsächlich. Nur Frühstück ist dann heute ein bisschen zu wenig gewesen. Und dann schauen, dass wir uns vielleicht sogar morgen schon wiedersehen. Ich hätte Bock auf jeden Fall, dass ich morgen ja zumindest zwei Stündchen mache. Das versuche ich jetzt unter der Woche, denn ab Freitag, im Idealfall, wenn wir denn in den Twitch-Drops dabei sind und Vorabzugang kriegen. Warum habe ich hier eine Hochradwerkhalle stehen? Könnt ihr mir das mal erklären, warum da oben eine Hochradwerkhalle steht? Hä? Warum habe ich hier eine Hochradwerkhalle stehen gehabt? interesting. Aber okay. Sei es drum. Maximal verwirrt hier zum Schluss. Ne gut. Wir lassen es, wie gesagt, für heute gut sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zebra. Lasst ein Abo da. Ciao, ciao.